Herzlich willkommen zu diesem Let's Play und hier sind wir wieder in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben im letzten Part diesen Schrein hier geschafft, nicht unbedingt gemeistert, aber immerhin geschafft und befinden uns mitten in der Kuguja-Schlucht, die ja offenbar noch hier weitergeht und ich glaube, das werden wir auch noch machen, das bis hierhin zu erkunden. Das ist auf jeden Fall der Plan des heutigen Parts. Aber wenn nichts hier passiert, so wie im letzten Part, da haben wir ja ewig gebraucht, bis wir mal was gefunden haben. Dann werden wir vielleicht auch eine andere Ortschaft erkunden, wo wir noch nicht waren. Ja, das ist die richtige Richtung. Und mit Abendstern geht es relativ schnell, zum Glück. Noch die Fähigkeit, sich seine eigenen Häuser zu bauen. Also mir kommen manchmal echt so Ideen für so Geheimbasis, so Geheimbasen extra nur für Link. Ich wüsste dieses Feature mit seinen eigenen Basen aufbauen so ein bisschen. Das hier stinkt doch nach Grog. Das stinkt nach Grog. Ich hab's gewusst. Es ist so offensichtlich. Natürlich ist hier ein Grog. Wo ist jetzt mein Pferd? Da. Weiter geht's. Mal schauen, wohin uns das Ganze führt. Bisher habe ich noch keine weiteren Schreine oder so gesehen. Gut, wäre jetzt ein bisschen überflüssig. Wir sind ja schon jetzt mindestens zwei in der Schlucht gewesen, aber ich finde jetzt noch den dritten. Dann hätten wir nämlich auch das Zeichen der Bewährung. Ja gut, ja, Schluchtplatz. Ein Platz ist hier irgendwas Bestimmtes. Irgendwas ist hier oben. Oh, aber ja. Oh, aber ja, was ist denn hier? Genau diese kleine Basis, von der ich gerade gesprochen habe, hat sich in Gerone breit gemacht. Okay, was will der? Oh! Oh, ich habe hier niemanden mehr gesehen. Ewig niemanden mehr gesehen. Wer sich hier rumtreibt, muss hart wie eine Fuhre. Hart sein wie eine Fuhre Eisen. Aha. Hast du den Mumm für eine gepflegte Runde Rumpelgolf? Okay, machen wir's. So, auf geht's, Rumpelgolf! Kriege ich noch schnell die 20 Rubine Teilnahmegebühr? Na klar. So gefällt mir das. Ich mache die Bahn startklar. Was muss man denn jetzt machen? Ach so. Und die haben den Eisenhammer hier als Safe auch nicht umsonst hingemacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass unsere Knochenmob-Trollen ein bisschen besser dafür geeignet sind. Nein, daneben! Da komme ich schon nie wieder raus. Hoch, der Ball ist außerhalb der Bahn. Es gibt einen Strafschlag und du musst zurück zum letzten Abschlag. Na toll. Ja. Ja. Als ob die hier in BOTW Golf installiert haben, das habe ich auch noch nie gespielt. Ich glaube, die Schlucht, die hatte ich in meinem eigenen Spiel echt nicht gut erkundet. Oh.
Und von der Weite her könnten wir es aber bis so bis dahin schaffen. Noch nie gehört, ernsthaft nicht. Ob das hier richtig ist? Ja. Ja, zum Glück. Als ob man in BOTW Golf spielen kann, ne? Das ist so krank. Es ist halt echt noch ziemlich gut gemacht. Ich habe ja Mario Golf ziemlich viel gespielt. Oh, das war jetzt... Oh, das war jetzt klar. Boah, ich bin so schlecht, ey. Oh, ich bin so schlecht, Mann. Zu weit. Oh, ich sehe es jetzt schon krausen hier. Oh. Aber gut, der ist wenigstens nicht runtergefallen. Ist also nur ein bisschen scheiße, nicht ultra scheiße. Das reicht, glaube ich. Ja, ach komm schon. Saubere Arbeit! Lass mich schnell deine Schlagzeile ausknobeln. Sechs? Müssten sechs gewesen sein, oder? Fünf oder sechs, wenn man Strafschläge mitzählt. Und deine Schlagzeile ist sieben. Oh, das auch noch. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da noch mehr geht. Wenn du erstmal den Dreh raus hast, wirst du sicher besser. Jede Reise gewinnt mit einem ersten Schlag oder so. Okay, wir bekommen wenigstens als Belohnung unseren Scheiß zurück. Ah, mein Kinderblick verrät, hast du noch ein Röntchen auf dem Ball drin? Nee, lass mal. Ist ja ein schönes Minispiel, ist echt geil, aber... Ja, da würde auf jeden Fall noch mehr gehen. Klar. Oh, was ist da oben? Schleimgelee ist ja nie verkehrt. Was ist hier oben? Ein Quaggy. Oh. Der muss aber gut platziert sein. Ja. Ey, wir sind gut, Leute. Wir sind gut. Wir sind richtig am Start. Wir sind richtig gut am Start, Leute. Okay, weiter geht's. Es wird schluckt hier sehr eng. Und ihr merkt schon, ich spiele gerade ziemlich schnell. Ja, also ich lasse mir jetzt nicht so viel Zeit für alles. Jetzt nicht gerade im Genießermodus, weil ich will hier noch ein bisschen was sehen. Na, ihr Lieben. Bernsteinchen. Pech gehabt. Wo führt diese Schlucht denn bitte hin? Ja, mal so riesig. Das ist ja gefühlt ein eigener Kontinent.
Aber so ein goldener Extra-Fond ist aber auch ungemütlich. Und davon gleich drei. Mit denen legen wir uns nicht an, das ist nur Zeitverschwendung. Ey, mindestens vier Stück. Die Stucht wird kleiner. Sehe ich da etwa ein Ende nicht des Glücks? Okay, ich glaube, wir sind hier gleich am Ende angekommen. Ist auch sonst nichts weiteres. Also jetzt ist der Weg. Oh doch. Hier ist also doch noch etwas Erwähnenswertes. Oh, das wäre cool, dann hätten wir endlich genug Zeichen der Bewährung. Mitnehmen. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Spieletester hier getüftelt haben, um zu gucken, wo welcher Krog hinkommt. Also das ist ja wirklich, das hier ist ja schon sehr willkürlich mit dem Krog da. Das denn jetzt? Wir müssen wahrscheinlich echt noch hier hoch. Oh Mensch. Es ist wahrscheinlich hier ganz oben. Wetten? Oder bin ich jetzt einfach nur wieder lost? In diese Richtung wird mir aber kein Krog kein Schrein angezeigt. Da sehe ich was. Ja. Okay, zugegeben, das hier ist kein Schrein, das hier ist nur ein Stein. Köter. Ja moin, hier ist einer. Der war auch noch versteckt, aber da gibt es bestimmt ein eigenes Rätsel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt hier einfach wieder eine Schatztruhe hinklatschen. Nicht so einfach zu finden. Ich meine, was macht man am Rande der Weltkarte im Untergrund? Ja, ich sehe schon, das ist ein Rätsel. Aber... Herr des Winds. Ah ja. Oh, da sind auch Wächter am Start. Hier ist wahrscheinlich ein Krogfächer. Genau. Oh, sogar ein zweiter. Also so, dass wir genug dabei haben. Ist ja gut. Wartet mal. Hä?
doch nicht umsonst so. Das war vielleicht jetzt nicht so klug. Ist es das Ziel, dass wir hier nicht runterfallen? Wo ist denn die Tür? Das sind alles die krassen Wächter. Oh, ungemütlich. Oh, ist das ungemütlich. Ich bin so dumm. Mist, Mist, Mist. Ja, Leute, so wird's nix. So wird's nix. Aber wenn wir sie jetzt beseitigen, haben wir danach keinen Ärger mehr. Danach haben wir keinen Ärger mehr. Ja, aber wie viel Stress oder was? Wieder eines Blatt. Da muss ich auch noch ein blaues Wunder erleben. Da ist also ja, genau 30 Stück. Auch relativ wertvoll. Ja, der andere. Könnten wir, also theoretisch können wir ihn ignorieren, aber eigentlich auch nicht. Ziemlich starke Gegner, aber keine ordentlichen Waffen. Das ist scheiße. Oh, da ist kaum ein Zack, das macht aber schon Bock. So. Brauchen wir wahrscheinlich den hier. Oh, etwas. Was? Nein. Etwas auszupusten pustet nicht die Fackeln aus. Ziemlich ungewöhnlich für BOTW. Das hätte jetzt auch so einfach sein. Aber den Schrein, den habe ich auch nicht in Erinnerung. Was habe ich bitte alles verpasst? Sieht aber noch nicht so aus, als wenn das Dilemma vorbei wäre. Ja, eine Prüfung haben wir hier noch vor uns. Oder? Ja, hier ist noch ein Schlüsselchen zu holen. Was bist du denn für einer? Besser als der. Hahaha. Lappen. Boah, hier geht's auch noch weiter. Da ist nichts mehr, okay. Ach du heiliger Vater. Ach du Scheiße, was ist das bitte noch alles? Was haben wir hier noch drin? Waldschwert. Also 20 ist schon ganz gut. Ich frage mich nur, was soll das hier bringen? Also klar, ja, wir kommen hier hoch, aber das wären wir doch sowieso. Jetzt wetten, wenn ich jetzt hier eine Bombe hinschmeiße,
Genau, ein Luftzug nach oben, das war klar. Ja, ziemlich vorhersehbar das Ganze eigentlich. Diese Truhe, bitteschön, also die Schlüsseltruhe. Ach du Scheiße. Ich würde wetten, das sorgt nochmal für Rage. Ob ich da gleich wieder raufkomme? Ja, antiker Riesenkern ist die ganze Sache wert, aber... Oh. Oh, nein. Nur ein Ballon platzt. Stacheln. Wie gefährlich ist das bitte? Aber zurück gibt es nicht mehr. Ne? Doch, gibt es noch. Dann Augen zu den Busch. Aber das war klar, sowas schaffst du First Try nicht. Jetzt einfach geradeaus durchziehen. Geradeaus, nicht in die Stacheln rein. Schnell weg da. Das ist mir... Ja, habt ihr gesehen, da hat er nochmal Glück gehabt. Wie hoch geht das denn bitte hier noch, Junge? Und wie lange dauert dieser Schrein? Das ist ja schon halber Dungeon, das hier. Moment, Moment, Moment. Das brauchst du zuerst, sonst wird das nichts. Aber ohne Scheiße, das ist echt halt einfach ein halber Dungeon. Boah, da oben ist endlich die Scheißtruhe. Meine Fresse. Ein kleiner Schlüssel, ich pack's nicht. So weiter bringt er mich nicht. Hier zu weit abspringen, sonst müsste man den ganzen Scheiß nochmal machen. Kein Bock. Ja, dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Irgendwas, was wir ersetzen können? Ja. Weg mit dem Schwert. Okay, besser als nichts. Was für ein verdientes Zeichen der Bewährung. Aber genau das sind die Art von Dungeons, die ich liebe in diesem Spiel. Wenn du wirklich ein bisschen was zu tun hast, das ist schon geil. Boah. Aber das war jetzt echt hart verdientes Geld. Boah, war das hart. Aber schon geil, schon geil. Und wenn so in TOTK die Tempel aussehen würden, halt ein bisschen ausführlicher.
Das wäre schon genial. Das wäre echt schon genial. Gut, das muss man natürlich auch noch hinzu erwähnen. Hier die Tempel in BOTW. Die hatten auch ganz geile Features soweit gehabt, dass man immer irgendwelche Körperteile von den Titanen bewegen konnten. Aber ich sag mal so, es war halt immer die gleiche Mechanik. Die Tempel waren mir zu ähnlich. Damit wird es auch gleich mal. Oh, endlich können wir mal hier den Erzbohrer benutzen. Gleich wird es auf jeden Fall mal Zeit, die Zeichen der Bewertung einzutauschen, damit wir endlich ein neues Herzteil kriegen. Hier waren wir aber auch noch nicht, ne? Oh, ein paar Gegner am Start. Boah, ein paar TNT-Fässer. Na, ihr lieben Schweinchen. Braucht keine Angst vor mir zu haben. Nicht ganz hingehauen in meinem Plan. So. Oh, ein Krockrätsel. Einfach Äpfelchen hinschmeißen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht mit den Äpfeln. Brauchen wir von denen allerdings auch ein paar. Normalerweise haben wir diese Anzahl Äpfel in die Hand. Da kommt einmal hin. Und hier auch noch einer hin. Das Schöne ist, die Äpfel, die werden ja nicht verbraucht. Tschüssi. Ah ja, genau, da war der Hebraturm. Wir haben also quasi jetzt einen großen Kreis gemacht, ne? Von hier. Nee, Quatsch. Von. Achso, das sind zwei unterschiedliche Türen. Ja, aber trotzdem, wir haben jetzt hier quasi einen riesen Bogen gemacht. Nein, das war nicht von da. Von wo sind wir denn gestartet? Von hier. Von hier haben wir jetzt diesen Bogen gemacht. Ja, macht schon was aus. Ich habe gerade noch gesehen, da scheint noch irgendwas zu sein. Ich weiß zwar jetzt nicht was. Aber irgendwas ist hier nicht so ganz. Krok. Krok. Der ist auch absolut für Autisten. Der Stein muss da rein. So. Es gibt keine andere Möglichkeit. Kann nicht sein, dass ein Stein mit dabei ist. Besseres. Ah, komm, schön hier oben bleiben. Das ist schnell tot zum Glück. Ist ja noch unsere erste Iberox, mit der wir richtig heftige Probleme hatten. Richtig krasse Belohnung hier abholen.
Okay, den noch schnell gemacht. Als nächstes gehen wir in Walter Crocs. Der war doch hier, oder? Ja. In Walter Crocs gehen uns einmal das die Crocsamen eintauschen. Für eine neue Waffentasche. Und direkt danach gehen wir uns noch ein Herzteil holen. Ein Herzcontainer, besser gesagt. So. Der Wald der Crocs, der einzige Ort, an dem es leicht leckt. Weil hier einfach zu viel passiert. Oh! Wenn du mir Crocsamen gibst, dann kann ich eine Tasche größer machen. Waffentasche. Ich nehme 25. Ja, die Hammer. Mittlerweile haben wir die. Dann kannst du losgehen. Jawohl, die können wir brauchen. Auf alle Fälle. Ja, das war's erstmal. Alles andere brauchen wir nicht. Dann, wo haben wir noch so eine göttliche Statue? Wo haben wir eine göttliche Statue? Leucht, hüpf, leucht, was willst du? Uiuiui, bist du etwa der Held? Toll, ich werde Held. Der werte Held besucht uns in unserem Wald. Ich habe eine Prüfung für dich, die dich stärker machen wird, werter Held. Du musst nicht kämpfen und die Prüfung ist auch nicht gruselig, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Und zwar will ich einen Rumi sehen. Ach so, ja. Wir müssen ein Bild vom Rumi machen. Ach so, wir haben schon ein Bild vom Rumi gemacht. Aha, aber ist das etwa ein Rumi? Ach krass, es hat ja dann doch was gebracht, dass wir mal eine Zeit lang gut fotografiert haben. Leute, noch mehr als ich gedacht hatte. Vielen Dank, werter Held, ich bin überaus zufrieden. Und da du mir etwas so Tolles gezeigt hast, bekommst du als Belohnung von mir auch etwas ganz Tolles. Ja, 100 Rubine nehmen wir mit. Wenn ich mich jetzt allerdings extra auf die Suche gemacht hätte, dann hätte ich mich vielleicht etwas geärgert, weil 100 Rubine sind ja auch nicht die Welt. Und gut, dass man sie hat, aber nicht die Welt. Ist denn hier keine göttliche Statue? Ich hatte safe eine göttliche Statue. Wartet mal. Hier geht's doch noch weiter hoch. Das ist aber nur mit dem Dekobaum zu reden. Oh, Leute, das müssen wir jetzt aber noch machen. Gehen wir mal nach Hateno. Oder nein, noch besser nach Angelstedt. Wobei, Angelstedt haben wir auch schon viel besucht, ne? Na, erstmal nach Hateno. Und dann können wir uns noch schnell einen Herzcontainer holen. Die Engelsstatue. Boah, ich kann mir das nie merken. In jedem Dorf ist einer. In jedem Dorf ist eine Statue. Wo ist die denn hier? Ich weiß nur, wo die Dämonenstatue ist. Ja, auch der ist recht leicht zu finden. Boah, ich weiß es nicht mehr. Okay.
Okay, und weil ich es nicht mehr weiß, aber euch nicht auf die Folter spannen will, gehen wir nach Kakariko. Da weiß ich auf jeden Fall, die ist ja da direkt in der Mitte. Kann man sich da direkt holen. Also so ein zweites Herz in der zweiten Reihe. Das ist schon anständig, auf jeden Fall. Weil der Part, der braucht auch irgendwann mal ein Ende. Aber ich will ihn erst beenden, sobald wir das Herz haben. Damit wären wir hier beim nächsten Zeichen der Bewährung. Oh, wir brauchen noch Herzen. Wir brauchen noch... Achso, das eine Herz ist nur unsichtbar, weil wir das abgezogen haben. Oh, wie schön. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht. Sehr schön. Und ein neues Herz. Das ist gut. Bringe den Frieden nach Heim zurück. Ja, wir sind dabei, den Frieden nach Heim zurückzubringen. Deswegen hoffe ich, Leute, dass euch dieser Part hier gefallen hat. War ja auch ganz spannend gewesen mit dem richtig coolen Schrein. Lasst doch dafür auf jeden Fall mal ein Like da und ein Abonnement, wenn noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.